Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir spielen mit dem Void Knight. Es geht um dieses Schwert, Dreamfallen. Es geht um ein Set, wo ich nur ein Set-Item habe, nämlich das Schild. Ich will das unbedingt noch finden. Eventuell ist es dann besser Streamturn, weil es ja ein Schild ist, kann ich das natürlich mit einer Zweihandwaffe nicht tragen, das Schild. Eventuell ist das Beste, weil es gibt schon 70% World Damage. Ist wahrscheinlich eher was für Spell-User. Keine Ahnung, aber es sollten eigentlich drei Teile sein. Aber ja, wir sind jetzt Ende Akt 4 müsste das sein. Also beim Dreadnought. Aber ja, es ist. Oh, wait. Nein, das ist gut. So, 112 ist, glaube ich, wenig hier beim Ring. Da können wir eigentlich gleich mal starten. Also, um was es geht. Ist ganz einfach. Wir greifen so schnell wie möglich an. Solange wir angreifen, haben wir sehr gute Defensive. Wenn wir Stunts haben, dann müssen wir einfach schauen. Okay, besser. Gut. 112 war schlecht. So, dann müssen wir das hier hin machen. Das können wir eigentlich verwenden. So. Okay. Also. Die Skillung. Einfach mal kurz die Skillung so ein bisschen durchschauen. Hier habe ich natürlich alles auf Damage und Defensive gemacht. Also Leben bekommen wir dazu. Void Knight habe ich natürlich schon hier mal unten Void Damage gemacht. Melee Void Damage und hier Future Strike Chance. Ich finde das irgendwie aber ein bisschen nicht so gut. Ah, ja, genau, hier noch den Leash. Genau, und dann Punkt, hier einfach einen prozentuellen Void Damage. Dann die verschiedenen Sachen, also das Case habe ich hier vor allem auf Attack Speed gemacht und eigentlich hier auf Bolster, damit wir weniger Schaden bekommen. Innerhalb von 2 Sekunden. Dann hier Lunge haben wir auf Mana effizient und Cooldown gemacht, Armor, Unbesiegbarkeit, während wir uns schnell bewegen. Und die Area haben wir stark erhöht. Jetzt bekommen wir hier noch einen neuen Charge über. Leider nur einen Charge, aber wir machen weniger Schaden. Es kostet mehr Mana. Dafür haben wir eben noch mehr Health. Und dann weiß ich nicht, was ich machen werde. Wahrscheinlich hier. Ja. Geht ja nicht hier rüber, damit wir Initiative haben. Einfach mehr Schaden, mehr Protection dann bekommen. Ja, und dann einfach Crit, aber ich mache wahrscheinlich kein Crit, weil ich noch ein bisschen mehr schnell angreifen will und das mit einem Handschuh dann einfach nicht geht. Also die Dreadnought müssen wir noch machen. Es steht nirgends, was wir für ein Ding haben, Akt, aber das ist der Akt 4. Also ihr seht jetzt gerade extreme Damage schon. Extrem gute Defensive eigentlich, solange wir nicht gestunt sind und so. Jetzt müssen wir dann schauen, wie sich das auswirkt. Also wir dann sterben, wenn wir gestunt sein. Sind, weil wir dann einfach diese Reduktion vom Ding nicht haben. Also der Damage nicht reduziert wird, wenn wir leiden. Aber gut. So. Battle Axe. Nö. Nö. Manche Gegner sind One-Hit, auch zähe Gegner sind manchmal One-Hit. Sehr toll. Echt viel Spaß. Oh,
Und das ist mal ein Beet, wo wir jetzt nicht so achten müssen, ob wir gut spielen oder nicht so gut spielen. Also mehr Damage Reduction, mehr Buff Duration. Nochmals Future Strike, jetzt haben wir 20% Future Strike. Ist das jetzt diese nein, der schnelle Angriff ist Riposte. So richtig sehe ich noch nicht, welcher Angriff das ist. Ich merke gerade, da vorne war ein Schrein gewesen. Aber den habe ich, glaube ich, genommen. Also der Stun ist doch schon hoch, aber weil wir riposten müssen, also angegriffen werden müssen, ist ein bisschen negativ. Aber der Stun ist einfach zu groß für... Oh ja, der macht Damage. Schickröde, immer aufpassen im Nahkampf. Der Damage ist sehr hoch. So, jetzt sind wir draußen. Auf dem Deck. Also. Bild wird was, aber eventuell wird er doch ein bisschen zu wenig Defensive haben im Endgame oder so. Wenn die Stunts auch ein bisschen höher werden. Werden wir dann mal sehen. Aber Life Leech und so ist er auch da. Und das hat auch immer wieder ein bisschen. Bedenken, was am Bild gut ist, was nicht. Und es kann schon sein, dass wir dann zu wenig Defensive haben, weil wir alles einsetzen, also das Kill einfach immer wieder einsetzen muss. Also dann habe ich Avoidance, das heißt nur ausweichen. Kann es sein, dass wir nicht gestunt werden oder gefroren werden. Ja, gefroren werden wir wahrscheinlich häufig. Werden von Eisgegnern natürlich. Aber wie es dann so wird, weiß ich nicht. Aber ich bin zuversichtlich natürlich. Die Bedenken sind ja klar. Die Gegner werden natürlich sehr viel stärker. Ah, ich habe den Ding gar nicht mehr. Okay, jetzt verstehe ich, es ist so wenig Schaden. Der wurde irgendwie deaktiviert. Wahrscheinlich durch einen teleportiert habe ich mich ja nicht. Also der mit Abstand am leichtesten Gegner für diesen Bild. Am Anfang hatte man Probleme. Mit zum Beispiel ja, der Defensive. Aus den Resistenzen. Und jetzt, ja. Ich stelle mal kurz noch den Timer ein, den habe ich gar nicht gemacht. Dann sehe ich nämlich auch, wann es ungefähr Zeit ist zum Beenden. Jetzt haben wir schon 30%, also es geht sehr schnell. Jetzt können wir zweimal diesen Lunch einsetzen. Nicht weglaufen. Übrigens hier an der linken Seite, an diesem Anfang, gibt es einfach keine Skorpione, also nicht zähe Gegner. Also jetzt kommt dann ein Skorpion, glaube ich, dann bald. Also am Anfang keine. Genau, hier ist ein Skorpion. Noch ein zweites Skorpion, das habe ich angeahnt. Ah, noch ein drittes sogar. Aber auf jeden Fall unten hat die kaum Skorpione, wenn ihr links entlang geht. Unten sogar noch eine Kiste. Wird weggeschoben. Wir wurden weggeschoben. Thank you.
Ja, und es können Skorpione? Gut, die haben Kraft wie ein Auto. Ach, wie schön. Oh, da unten ist sogar noch ein Schrein. Das könnte einer der besseren Schreine sein. Da soll ich mal nachschauen. Ja, genau. So ein Teil, das wir nicht brauchen, weil wir das Gebiet wissen. Ja. Am häufigsten sind diese Schreine mit den Ice Beetles am Schluss eines Levels, wo man die Ice Beetles nicht mehr braucht. Und die haben dann Mindestabfalldaten, also die zergehen, die explodieren plötzlich dann. Das ist aber auch Mitte vom Gebiet nicht so nützlich. Ja, gut. Nicht so nützlich. Weißt du? Okay, gute Negation. Wieso haben wir so viele Weltresistenzen? Haben wir irgendwas mit Weltresistenzen? Also ich sehe nichts. Einfach nur, dass physische Schaden umgewandelt wird, 20%, aber gut. Also in physischen Schaden umgewandelt werden, Void Resistenzen und Necrotic Resistenzen. Aber gut. Wenn heute Necrotic Damage nicht mehr so viel Schaden machen, das ist natürlich sehr gut. 1500 Schaden Non-Crit. Oh. Bester Bild. Dann kriegst du Warpath Aria. Das ist doch etwas. Ist einer für den Paladin scheinbar. Also es ist eine Sonne drauf. Das hat ja der Void Forge Guard nicht. Der Void Knight hat es auch nicht. Der hat eher Schatten. Aber es ist natürlich Void. Aber sieht also schattenhaft aus und deshalb wäre Mons besser gewesen. Aber gut, das ist eine neue Collection, also wie. Sie wurden natürlich mit den Idolen auch schon eingebaut, denke ich mal, oder ein Patch später. Aber für mich neu, oder? Ich hatte solchen Drops, glaube ich, noch nie. Also diese Feuerteile vom Forge Guard habe ich schon gefunden, aber Void habe ich jetzt auch noch nicht gefunden, oder? Hm, habe ich noch keine Idole gefunden. Werden wir dann mal sehen. Dobben ja jetzt häufig. So, ja, echt toll dieses Bild. Macht echt viel Spaß. Es ist schnell, stark und kann viel schauen. Und jetzt habe ich zum Beispiel Lunch zweimal angesetzt und nein, man kommt schnell vorwärts. Also die Bewegungsgeschwindigkeit, die wacht erst dann später auch. Da haben wir die Nuts noch nicht freigespielt, aber wenn wir die Worts Nuts nehmen, dann haben wir natürlich auch gute Bewegungsgeschwindigkeit. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie es am Schluss so ist, aber ich sage so 6 oder 8% wird sicher minimal sein. Ja, echt netter Bild. Er wird einfach sehr schnell stark und das ist wichtig. Bei vielen Builds wird man einfach nicht schnell genug stark. Hat man immer Damage-Probleme oder Resistenz-Probleme. Bei diesem Build, der geht ab. Und diese Echos und Future Strike Chancen, die werden natürlich die Geschwindigkeit noch extrem in die Höhe schrauben. Ach gut, ich dachte es dann.
Ja, die haben ja sowieso keine Chance mehr, diese Leash, die waren ja sehr stark. Mit Feen-Builds und waren die einfach zu nervig. Aber mit diesem Bild kein Problem. Sehr schön. So, mit 31. Damit die in die Luft geschossen werden. Cool, cool, cool. Sollen wir noch mehr Future Strike Chance? Also 50% ist schon mal sehr gut. Und das war Echo. Dieses Spiegelbild ist, glaube ich, Echo. Irgendwie hat er auch mehrmals angegriffen, oder war das einfach zweimal geprockt, also zweimal hintereinander geprockt und dann hat er zweimal zugeschlagen. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir zum Skorpion gehen, der so Elementar-Attacken hat. Der ist da oben. Damage ist fantastisch. Schön, 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 schön. So. Ist leider ein bisschen länger der Weg. Ah, ich hätte ganz nach oben sollen am Anfang. Aber ich wollte ja die Maschine auch noch ausmachen, sonst tue ich die immer übersehen, wenn ich dort in den Eingang reingehe. Das ist schon weit weg vom Eingang. Das Skorpion ist auch weit rum. Wir haben uns geheilt mit diesem Reverse Dider. Volatil Reversal. Und haben so gut überlebt, aber ja, da musst du zuerst drauf kommen, dass du den einsetzen musst, den Knopf. Ich habe ihn extra da dorthin getan, wo der Heiltrank unten oben drüber ist, aber man nutzt diesen nicht so oft. Ich will lieber diesen Redbook da oben lassen haben. An der E. Als bei der Q. Optisch sehen wir schon cool aus. Also, ist eine dicke Rüstung schon. Das ist natürlich eine Rüstung, die nicht zum Sentinel so gehört. Das ist ja schon gehört, aber sieht eher aus wie ein Lichtritter. Aber optisch, also das King, der 3D-Skin, der ist ja anders. Das ist eine ganz normale Rüstung scheinbar. Eine alte Rüstung vielleicht sogar noch. Und der sieht einfach hier nach Schatten aus. Also. Das ist eigentlich schon fast der Black Snap, Black Knight. Also, sieht schon gut aus. So. Jetzt haben wir da wieder ein Leash gleich. Keine Probleme mehr sind, aber sie fallen natürlich schon auf, also vor allem muss ich es auffallen sehen, weil ja der Questpunkt dort noch ist, den ich ja schon mal gesehen habe, dass der Alrich dorthin kann.
kam. Ja, gut. Oh, mein Gold nicht angesammelt wird. Was ich eigentlich gar nicht brauche. Ah, genau, hier gibt es zwei, stimmt. Genau, hier ist das zweite. Boah, der Damage, wenn man den postet. Einfach genial. So. Den haben wir angeredet. Sehr schön. Ach komm, jetzt. So, noch ein bisschen mehr Generation. Ist doch immer schön. Kann das sein, dass der nicht geht, denn der eine Movement Speed? Keine Ahnung. Time Root, Speed Chance, Melee Kill Threshold. Mache ich jetzt noch nicht rein, ich brauche ja noch Time Root Chance. Gibt es auch auf diesem Sheet, diesem Set Sheet, aber das verwende ich ja nicht. Noch nicht. Ich weiß nicht, der Kill Threshold mal 5 sind 15%. Ist eigentlich so unnützlich. Jetzt noch auf Blatt Papier. Ja, mache ich mehr. Future Strike Chance. Und hier haben wir jetzt diesen Abyssal Echos. Volatile Reverse, genau. Und hier müssen wir. Ja, Time Root. Ich weiß nicht, was wir da alles machen sollen. Dodge Rotting wäre cool, aber da müssen wir einfach Mana wegmachen, das ist klar. Ja, und Hellfragen. Wheel on cooldown. Also ich denke, also können wir dann immer wieder einsetzen, weil sie Schaden generieren. Und ich habe da, ich hasse das, wenn das immer wieder. Da ist da ganz unten rechts. Ja, toll. Wenn man das natürlich einsetzt, wenn man gelaufen ist, wird man zurückgeworbt. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich jetzt nützlich ist, immer wieder zu haben. Das ist doch toll. So, Future Strike und noch ein Schrein. Geil, es fühlt sich viel flüssiger schon an. In diesem Schrein. Das ist einfach geil. Ja, nett. Wir gehen direkt wieder nicht zum Waypoint. Wir
fühlen uns ja auch zäh wie die Sau. So. Also ich denke, ich kann jetzt mal das nehmen. Ich habe jetzt hier minus 18% Damage taken. Ich möchte ein bisschen den Schaden nochmals hochtreiben und dann nochmals Damage taken hierhin bekommen. Ja. So, Dodge Rotting. Nicht, dass irgendwie ein bisschen umkehren, dass wir zurückgeworbt werden. Wenn wir jetzt mal zu viel Schaden bekommen, dann werden wir immer natürlich sehr lange zurückgeworbt. Ja. Der Cooldown ist sehr gering, also wir können das immer wieder einsetzen. Wir müssen es aber nur immer wieder einsetzen, wenn wir dann mal Probleme haben gegen Gegner. Stand down or die. Ist aber lustig, also nicht schlecht. So, machen wir Dodge Rotting auf Maximum. Schön. In die Nekrotikpfütze rein. Da kann man recht gut spielen. Ja, natürlich immer die Skorpion, die Skelette Chance, Schaden, indem sie einfach mich attackieren, wenn ich nicht den Venegans einsetze. Ist ein bisschen schade, dass man so. Also, ich kann nicht die Schatztouren hauen. Recht empfindlich ist das. Bringt uns dazu eigentlich da ganze Zeit, das einzusetzen. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit geht hoch, aber so extrem geht es nicht hoch. Aber eigentlich kann ich das jetzt wirklich immer wieder einsetzen, um schneller vorwärts zu kommen. Oh, schön. Also immer nur kurz steuern. Also drücken. Schon heftig. Nekrotik, schade, schon mit das Falsche. Ja gut, nehmen wir mit, weil es Doppel-Ding hat. Also hier sind wir eigentlich fertig. Aria könnten wir noch kurz hoch machen. Ja gut. Machen wir zuerst das hier. Crit Chance ist eben etwas, was ich jetzt nicht unbedingt so haben werde. Aber diese Defensive ist dann eigentlich sehr gut. So, und hier möchte ich. Ich weiß ja nicht. Das ist ja dann noch nerviger, wenn wir die Zeit, die wir zurückgehen. Ding. Was sagt denn? Ja. Es heilt uns jetzt gar nicht so. Also ich möchte Movement Speed noch verwenden. Speed geht hoch, also schon zu sehen. Gut, haben wir diesen Schuss auch ausgewichen, aber wenn er nicht viel Schaden machen kann.
Also diese Buffs, die sind schon gut. Einfach zwischendurch machen, wenn wir nicht low-life sind. Wenn wir jetzt einen härteren, längeren Kampf haben, dann können wir dann gut einsetzen. Ja, und dann wieder zurücklutschen. Sehr schön. Ich bin positiv überrascht über diesen Bild. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass so viel Schaden mache. Ja, das ist etwas sehr Schönes. Zuerst mal, ja. Doch. Zuerst mal Moment Speed machen. Oh gut, habe ich den Weg gestunt. Weil eben, ja, mit ein paar Builds habe ich da One-Shots gekriegt. Es ist so komisch, dieses Game. Ich wollte einfach dem ausweichen und bin halt ein bisschen zu, ja, früh jetzt schon da oben gewesen, also dass ich zu stark zurückgeschleudert wurde. Wie geil! Der Skill hat Damage bekommen, ich gehe zurück und bin wieder voll Leben. Echt toll. Also einfach geil. Ich dachte immer, Void Knight sei recht langweilig. Aber das auch nur, weil ich immer gedacht, ja, ich möchte keine Space verwenden, aber gut. Wenn Renegance natürlich so stark ist, und auch defensiv viel macht, ist natürlich klar, dass ich den erst jetzt entdeckt habe. Ach, wie schön, dass dieser Schatten auch wieder mehr prockt. Ja, wenn jetzt Gegner von hinten kommen und so, dann ist klar, mache ich natürlich viel mehr Schaden. Auch an die Gegner von hinten. Ja, die werden sozusagen, ja, sich selber töten durch diesen, Renegance Repost, glaube ich, heißt es. Einfach mal kurz Pause machen. Aber eben, wir haben so viel Life Leech, wir müssten das eigentlich nicht machen. Also wenn wir das kombinieren, haben wir eine unglaubliche Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist mal geil. Und wie können wir mit diesem, also mit dem Teleport können wir glaube ich nicht drüber. Diesem Lunch können wir nicht drüber, also jetzt nur hier unten, glaube ich. Hier oben geht es nicht. So mega abkürzen können wir nicht. Ja, wenn wir das jetzt kombinieren, dann haben wir eigentlich ziemlich eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit. Stärke, Lebensregeneration. Nochmals Lebensregeneration. Okay, nehmen wir mit. So, dann haben wir noch ein bisschen längeren Part gemacht, weil ich ja zuerst hier fertig werden musste. Sonst hätten wir das nochmals machen müssen im nächsten Part, weil ich ja jetzt auch Pause mache. Ich habe ja schon geleistet heute. Der Part ist einfach vor diesem Part aufzeichnen. Da unten. So. Okay. Im nächsten Part reden wir dann mit dieser Frau. Machen wir jetzt mal kurz einfach das Waypoint. Falsch. Da. Oh Gott. Jetzt habe ich gerade gar nicht so
gedacht, welches Gebiet das ist. Ja. Dann kommt eben dieser Part, dann ist es ungefähr Nachmittag. Ich mache noch kurz ein bisschen. Ich weiß nicht, geht hier unten? Ne, ich denke. Ja, Minecraft. Okay, endlich war wieder im Shop. Ah, die sind noch zum Buyback, genau. Die gibt es gar nicht mehr im Shop, die Unix. Dachte schon. Okay, dann bis zum nächsten Part. Danke fürs Schauen. Ich hoffe, der Beat ist was für euch. Und wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Und schaut mal auf twitch.tv/dragobase vorbei, wenn ihr mal ein bisschen Livestream sehen wollt. Gibt eben super Projekte jetzt. Auch mit dem Minecraft-Server, wo jetzt ich endlich mal einen Plugin-Designer habe, Entwickler habe. Wird sicher sehr gut. Danke und bis dann. Tschüss.